Ich kann Ihnen schon mal in Aussicht stellen, der Frontalunterricht wird noch heute Vormittag enden. Wir werden nachher auch Ihre Unterstützung brauchen, wenn wir verschiedene Modelle aus der Praxis vorstellen. Dann wollen wir Ihre Fragen dazu hören, wollen wir Ihre Impulse dazu hören. Vorab freue ich mich aber, eine Dame begrüßen zu dürfen, Anja Lorenz, die mit uns jetzt sozusagen in die Praxis, ins Konkrete einsteigen wird. Frau Lorenz hat nämlich das Fellowship-Programm des Stifterverbandes untersucht und wir sind sehr gespannt, welche Ergebnisse Sie uns mitgebracht haben. Wir haben ein bisschen überzogen, lassen Sie sich davon nicht beeindrucken. Ich werde einfach noch schneller sprechen später, dann holen wir die Zeit wieder ein. Das ist gut, ich hatte mir das Gleiche vorgenommen. Ja, moin. Wir werfen jetzt erstmal einen Blick zurück, weshalb wir überhaupt hier sind. Also es gab ja dieses Förderprogramm vom Stifterverband vor 2 Jahren und ich hatte die Aufgabe, da mal zu gucken, was überhaupt da passiert ist. Was hatten wir in dem Stifterverband? Im Stifterverband hatten in dem Förderprogramm hatten wir 250.000 Euro, die auf 10 MOOC-Projekte verteilt wurden. Dafür haben sich gingen 260 Bewerbungen ein und in einem Endresultat haben wir 224.446 Teilnehmende. Diese haben wir mit diesen 10 MOOCs erreichen können und von diesen haben auch 6.921 eine Leistungsbestätigung ausgestellt bekommen. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind 3,1%. Das sind Zahlen, die werden Sie immer wieder hören, wenn es um Abschlussraten von MOOCs geht. Vielleicht sind Abschlussraten auch nochmal ein einzelnes Thema hier während der Tagung. Wie viel sind jetzt so 224.000 Teilnehmende? Ich habe mir das mal angeguckt und wie so ein richtiger Wissenschaftler bei Wikipedia geschaut. Nimmt man die 4 größten Präsenzuniversitäten in Präsenzhochschulen in Deutschland und packt die Humboldt-Uni noch dazu, das ist ein Platzhirsch und passte von den Zahlen ja ganz gut, dann kommt man etwa auf eine ähnliche Zahl, die man mit diesen MOOCs erreicht hat. Aber die MOOCs wurden natürlich auch von Menschen gemacht. Wir hatten von in den 10 Programmen 109 MOOC-Macher. Darin sind alle Dozenten, Videoteams, studentische Tutoren, die diese MOOCs veranstaltet haben. Wir sind bei 10 Projekten, knapp 10 Menschen im Team. Sie haben in Summe 95 Wochen Vorbereitung gebraucht und 50 Wochen nachbereitet und 8 dieser 10 MOOCs stehen auch heute noch zur Verfügung. Und 7 davon wurden auch weiterhin wiederholt. Also das war kein einmaliges Projekt, sondern sind nachhaltig übergegangen. Das als kleine Einstimmung, um welche Zahlen wir hier überhaupt reden. Was habe ich gemacht? Ich habe an die Preisträger habe ich einen Fragebogen verschickt, wo sie ihre Zahlen eintragen können, wie viele Teilnehmende hatten sie, wie viele Abschlüsse hatten sie. Habe mit ihnen dann Interviews geführt, ich habe mit jedem gesprochen, etwa eine halbe Stunde, das war sehr interessant in vielen Fällen, und habe sie nochmal um ein Abschlussstatement gebeten. Was ich dann auch gemacht habe, ich habe die Menschen gefragt, die den Preis nicht bekommen haben, also die diese Förderung nicht bekommen haben, was denn aus deren MOOCs geworden ist und habe dann doch 41 Antworten bekommen, was etwa 16% anging. Und jetzt tut es mir leid, dass ich nicht wirklich alles erzählen kann. Ich hab hier 60 Folien und habe sie gestern schmerzvoll auf ein paar wenige eingekürzt und bin nach dem Vortrag auch für alle Fragen noch offen. Gut, schauen wir mal rein, was lief richtig gut bei diesem Programm. Also ganz viele haben mir erzählt, sie haben eine breite Zielgruppe erreicht. Also der Agrar-MOOC war wahrscheinlich einer der ersten russischsprachigen MOOCs in diesem Programm. Es wurde von einer Global Class gesprochen, die auch merkbar war in den Antworten, in den Einreichungen, die mit verschiedenen Problemen zu tun hatten. Man hatte diverse individuelle Erlebnisse mit dem Kurs, um es eins zu erzählen, im MOOC um Finance wurde berichtet, da hat einer den MOOC abgebrochen, hat gesagt, der ist mir zu schwer, aber ich mache jetzt erstmal einen anderen MOOC, damit ich an dem dann teilnehmen kann. Also es waren so die kleinen Geschichten in den Interviews, die ich gleich voranstellen wollte, damit ich es nicht vergesse. Genauso eine serbische MOOC-Teilnehmerin, die freiwillig Untertitel erstellt hat für eine MOOC. Es gab viele Menschen, die gesagt haben, es hat auch auf meine eigene Lehrveranstaltung zurückgewirkt. Die eigenen Lehrveranstaltungen sind besser geworden, gerade wenn man Videos integriert. Das U-Video-Projekt, wo Sie draußen auch ein Poster sehen, da haben sich die Teilnehmer vervierfacht und 15 weitere Hochschulen sind dazugekommen. Die Kooperation im Team wurde mehrfach gelobt, die scheinen ganz gut zusammengearbeitet zu haben. Die Plattform, das positive Feedback, die Betreuung im Kurs,
Und auch in einem Fall, das war ganz interessant, beim Design 101 MOOC wurde ein Präsenztreffen angeknüpft. Da wurden Designobjekte eingereicht und es fand eine kleine Ausstellung statt mit Teilnehmern aus über 80 Ländern. Wie wurden die ganzen finanziert? Das war ganz klar, es gab 25.000 Euro Förderung vom Stifterverband. Ich habe gefragt, in der Ausschreibung war vorgesehen, dass zu den 25.000 Euro nochmal Pi mal Daumen 25.000 wahrscheinlich dazukommen müssen. Und ich habe gefragt, was habt ihr denn tatsächlich ausgegeben? Und habe eine Bandbreite gesagt bekommen von 25.000 Euro, die sie bekommen haben und ganz viel Eigenarbeit, die sie nicht beziffern können. Aber auch, das erstreckte sich hoch bis 108.000. Es war Christian Spannagel, Mathe-MOOC, der hat gesagt, wir haben 100 Euro pro Stunde Video angesetzt und haben dann ausgerechnet, was das kosten würde. Da sind noch nicht seine eigenen Kosten dabei. Und 8.000 Euro sind nochmal in die Betreuung geflossen. Es gab also eine riesengroße Spannbreite an Finanzmitteln, die da reingeflossen sind. Wo kamen die her? Gerade die über die 25.000 hinausgingen. Alle 10, also die Zahlen sind natürlich immer ein bisschen vorsichtig zu betrachten. Das heißt, 10 Leute haben das gesagt im Interview. Das ist jetzt relativ eindeutig. Wenn da steht, 6 Leute haben das gesagt, könnten es auch 4 sein, die es einfach vergessen haben. Nur ein bisschen als methodische Anmerkung. Alle 10 haben gesagt, sie haben eigene Arbeit noch reingesteckt, in und außerhalb der Dienstzeit. Und zwar im Urlaub, am Wochenende. Und es gab auch MOOC-Macher, die nicht unbedingt im Rahmen ihrer Arbeitszeit das erledigen durften. Also es wurde an den Hochschulen auch sehr kritisch gesehen. Komme ich später auch nochmal dazu. Es gab einige Projekte, die das Ganze mit anderen Drittmittelprojektgeldern stützen konnten. Natürlich durften an vielen Sachen auch Ressourcen der Hochschulen benutzt werden. Zum Teil auch Tutorengelder, die extra bereitgestellt wurden. Und das fand ich ein sehr schönes Wort, Zeitspenden von den Experten, die da interviewt wurden, kostenlos. Gut. Wurde denn die Zielgruppe erreicht, die angepeilt wurde? Und da schauen wir uns erstmal auf die Akademikerseite an. 3 Menschen haben explizit gesagt, wir haben überwiegend Akademiker erreicht. Das ist kein überraschender Fakt, es kommt an jeder, ich glaube in jeder Studie über MOOCs raus, dass es hauptsächlich dann doch Akademiker anspricht. Und in vielen Sachen war es auch wirklich eine spezialisierte Zielgruppe. Also wenn man sich Finance anschaut, da wurde mir berichtet, das ist in der freien Wirtschaft, in der Weiterbildung ein extrem teurer Kurs, der da besucht wurde und ist auch nicht unbedingt was, wo wirklich jeder ohne Vorkenntnisse teilnehmen kann. Aber es gab auch einige Projekte, die nicht explizit den Kurs so gestaltet haben, dass sie ihre eigenen Studierenden damit einbeziehen konnten, beziehungsweise das nicht direkt an eine Lehrveranstaltung eingegliedert war. Aber wie sieht es denn jetzt weiter hinaus damit aus? Die Hälfte hat auch gesagt, wir haben auch sehr interessierte Laien angezogen. Also über die Akademiker hinaus konnten wir sämtliche Bevölkerungsgruppen bis hin zu Rentnern und Schülern erreichen. Es gab international Teilnehmende, die ihre eigenen Probleme mitgebracht haben und Herausforderungen. Und es waren alle Altersklassen vertreten, also wir wissen von 14 Jahren bis 80. Es ist aber auch ein Stück weit so, dass diese interessierten Laien, diese Nicht-Akademiker, andere Probleme noch mitgebracht haben. Zum Beispiel in dem Anatomie-MOOC war es so, dass es schon ein bisschen problematisch war, weil die andere Fragen hatten als die Studierenden, als die richtigen Experten. Und dann gab es auch die Sache, das waren so ein bisschen Mitnahmeeffekte wahrscheinlich auch von den Anmeldungen, dass nicht deutschsprachige Teilnehmende in einem deutschsprachigen MOOC waren und dann natürlich Probleme hatten, weil das jetzt überhaupt nicht auf Deutsch war. Mag mit dieser großen Welle an Anmeldungen mitgekommen sein, dass man sagt, okay, dann trage ich mich da auch noch ein. Was für Feedback gab es von den Teilnehmenden? Insgesamt gab es ein sehr gutes Feedback. Also ich hatte bei allen die Stimmung aufgenommen, dass es wirklich ein gutes Projekt war und auch viel Dankbarkeit zurückkam von den Teilnehmenden. Es gab diverse individuelles Feedback, zum Beispiel im Kristallographie-Kurs war ein Kollege, der gesagt hat, das war ein richtig guter Kurs, es war der beste Einsteigerkurs, den ich da je gesehen habe auf dem Gebiet. Und Studenten, die gesagt haben, ich habe schon 15 MOOCs gemacht, das war der beste. Es gab aber auch bei den eigenen Studierenden Unsicherheiten. Wenn ich jetzt auf einmal so eine große Menge auch an externen Studierenden Teilnehmenden eingeschlossen bin, was ist denn jetzt mit dem MOOC? Wie prüfungsrelevant ist der? Was kommt davon vor? Wofür bringt mir das überhaupt was? Und es gab auch, vor allem lobenswerterweise, auch sehr viel positives Feedback von der eigenen Hochschule, die das Ganze sehr stark wahrgenommen und gefördert haben, zum Beispiel die
Pierre Heidelberg, die sieht das ganz normal als ihre Aufgabe an, da Lehrprojekte zu fördern. Und bei einigen Projekten wurden die Tutoren aus Haushaltsmitteln bezahlt. Die MOOCs förderten die Auseinandersetzung mit E-Learning und MOOCs an den Hochschulen. Und an einigen Hochschulen haben sich auch weitere MOOCs bisher schon etabliert. Und es gibt eigene MOOC-Strategien. Man hat sich im Fall von den Madridern, die haben sich eine eigene Plattform, also die haben bei ethics jetzt ein MOOC-Programm laufen. Da ist also was in Gang gesetzt worden durch dieses Förderprogramm. Die Teammitglieder sind weitestgehend zufrieden und auch das Ministerium in Schleswig-Holstein war sehr interessiert. Es gab aber nicht nur positives Feedback von den Hochschulen. Und das wollte ich auch extra noch mit hierher bringen, um das auch der Debatte zuzubringen. Es gab Hochschulen, die hatten kein oder kaum Interesse an dem, was dann im MOOCs passiert ist. Bei einem Befragten hat gesagt, erst dann, als ich den Arsene-Legendi-Preis gewonnen habe für gute Lehre, haben die geguckt, was ich da überhaupt gemacht habe und wofür ich den bekommen habe. Und dann war halt das MOOC-Projekt auf einmal wieder interessant. Und wie gesagt, es gab den einen traurigen Fall, wo die Arbeitszeiten explizit nicht genutzt werden durften. Drei der Befragten haben gesagt, dass in der eigenen Hochschule jetzt überhaupt keine weiteren MOOC-Aktivitäten vorgesehen sind und dass das, wenn überhaupt, auch als Einzelaktivitäten kommen muss. Und in einem Fall war es so, dass am Anfang sehr viel Interesse bestand, sich da zu bewerben und dann allerdings die Hochschulleitung gewechselt hat und die hatte irgendwie nicht mehr so viel Interesse. Und dann waren die Zusagen ein bisschen schwieriger umzusetzen. Was ist aus den Kursen geworden? Die gute Nachricht ist, nur einer ist nicht mehr verfügbar. Die anderen neun gibt es noch irgendwo. Entweder archiviert auf iVersity, aber auch die sechs Stück sind, drei sind auf einer anderen Plattform wiederholt worden, drei sind wiederum auf iVersity wiederholt werden. Das heißt, es ist eigentlich jetzt, wenn man es prozentual betrachtet, was bei 10 Projekten jetzt nicht unbedingt so ein aussagekräftiger Ansatz ist, es ist ein sehr nachhaltiges Förderprogramm geworden. Außerdem werden die Contents noch in anderen Lehrveranstaltungen verwendet und sehr viel findet sich auch auf YouTube wieder. Also ist wirklich für eine breite Öffentlichkeit zugänglich. Ich hatte ja schon angekündigt, ich habe auch die Nicht-Preisträger befragt. Und weil dann wirklich interessante Antworten kamen, habe ich denen jetzt ein bisschen mehr Platz eingeräumt. Ich bitte das zu entschuldigen. Und zwar haben von den 41 Antworten, die ich bekommen habe, konnten 13 ihren MOOC noch umsetzen. Das sind 32%. Das halte ich für sehr viel, wenn man sagt, man kriegt die 25.000 Euro Unterstützung nicht. Was haben die ausgegeben? Das ist eine ganz große Spanne. Von 0 Euro, weil er gesagt hat, ich habe 1600 Stunden Eigenarbeit reingesteckt, bis 250.000 Euro, weil ein ganzes MOOC-Curriculum entwickelt wurde. Wer wissen möchte, wie man sowas machen kann, Herr Handke ist im Raum. Es gibt interessante Pausendiskussionen. Womit haben die das bezahlt? Zum großen Teil aus Sondergeldern, also Projektgelder aus Drittmittelprojekten, die dann anders eingebunden wurden. Mittel des Landes waren relativ viele dabei oder auch Forschungsfreisemester, die dafür investiert wurden. Genauso wurde zusätzliche Arbeitszeit natürlich investiert und Gelder, die aus dem Haushalt kamen, also Tutorengelder, oder sie durften es im Rahmen der Lehre machen. Gut. Um den Tag heute vielleicht auch ein bisschen noch zu befeuern, wollte ich noch wissen, soll man denn jetzt eigentlich MOOCs fordern und was brauchen die denn eigentlich? Und meine erste Frage dazu war, würden Sie sich nochmal bewerben, wenn das jetzt nochmal ausgeschrieben werden würde? Und habe das aufgeteilt nach den Preisträgern, was die gesagt haben, nach den Nicht-Preisträgern, die es dennoch umgesetzt haben und den Nicht-Preisträgern, die es dann nicht umgesetzt haben. Und das Interessante ist doch zu sehen, erstmal gut, die meisten würden sich wieder bewerben, aber auch von den Preisträgern sind drei dabei, die sagen, naja, vielleicht oder nein. Also ich würde mich nicht wieder bewerben, was in ausnahmslos am Aufwand lag. Und daran anknüpfen die Fragen, sollten Hochschulen, politische Akteure oder auch Stiftungen MOOCs generell fördern? Und auch da ergibt sich ein interessantes Bild, also über die Hälfte sagt, ja, das sollte passieren. Aber auch einige, die sagen nein. Und auch da sind Preisträger dabei. Warum sollte man das fördern und warum sollte man es nicht fördern? Fördern
sollte man das, weil die Hochschulen sich öffnen sollen, weil das eine Aufgabe ist, die viele von den Befragten als ganz klaren Auftrag der Hochschulen auch sehen. Und weil Open Educational Resources, also freie Lehrmaterialien, generell vorangetrieben werden sollten, um Erfahrung weiter mit dem Format zu sammeln, weil es ein Lehrformat der Zukunft ist. Warum sollte es nicht gefördert werden? Bei zwei Menschen kam die Antwort, naja, dann fangen die wieder an zu kürzen. Die Gefahr, die bei vielen E-Learning-Projekten mitgespielt hat und auch, weil es eine sehr kostspielige Produktion ist, die sich einfach aus den Bordmitteln nicht bewerkstelligen lässt. In zwei Fällen, und da war auch der Preisträger drin, deswegen habe ich das kleine P mal reingemacht, zu mir zur Stütze, wurde angezweifelt, ob es denn eine staatliche Aufgabe ist, Menschen mit Hochschullehre zu versorgen, daran teilhaben zu lassen, die weit berufsbildend sind, die schon weiter in Arbeit sind, die vielleicht keine Hochschulzugangsberechtigung haben oder ob das nicht vielleicht Aufgabe von anderen Institutionen wären, inklusive privater Weiterbilder. Was müsste man fördern? Ganz klares Votum, man müsste es im Lehrdeputat anrechnen. MOOCs sind aufwendige Lehrveranstaltungen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Das müsste mit berücksichtigt werden. Natürlich müsste es Geld dafür geben, weil irgendwoher muss dieser ganze Aufwand auch finanziert werden. Man müsste bei der Produktion unterstützt werden, denn nicht jeder hat ein Videoteam oder Spezialisten, die das Ganze stützen können. Aber auch bei der didaktischen Gestaltung des Kurses ist da Unterstützung nötig. Der IT-Service für MOOCs an Hochschulen sollte geschaffen oder verbessert werden. Das ging in den Antworten auch nicht nur um MOOCs, sondern auch generell um Digitalisierung und digitale Angebote. Und es wäre wichtig, das Ganze als akademische Leistung anzuerkennen. Denn zum Beispiel, gerade der Mittelbau hat eigentlich kein großes Interesse, MOOCs zu machen. Die machen die Lehre, weil sie es machen müssen, weil es ihnen gesagt wird, dass sie es machen müssen. Und sollten sich ja eigentlich eher um die Forschung und ihr Weiterkommen kümmern. Hier fand ich aber auch die Einzelnennungen ganz interessant. Also es wäre gut, Best-Practice-Beispiele zu sammeln und bereitzustellen für diejenigen, die MOOCs machen wollen. Kooperationen zu unterstützen, die auch außerhalb der Hochschule stattfinden können, aber auch innerhalb verschiedener Sachen. Und was ich auch ganz wichtig fand, rechtliche Absicherungen zu schaffen. Denn mit MOOCs begeben wir uns in eine Öffentlichkeit, in der die Schranken des Urheberrechts nicht unbedingt so greifen wie im kleinen eigenen Hörsaal. Es sollte Weiterbildung für Lehrvideos geben, um MOOCs zu gestalten, nachhaltige Konzepte entwickelt werden, international evaluieren. Denn wir hören immer sehr viel von den MOOCs aus Amerika, die sich aber mit heutigen MOOC-Produkten, ich sag mal, schwer vergleichen lassen. Es hat sich auch eine Informationskampagne für Entscheider an Hochschulen gewünscht. Ich hoffe, diese Veranstaltung trägt ein bisschen dazu bei und vielleicht auch ein politisches Bekenntnis zu OER. Was kann man jetzt als Fazit mitnehmen? Und da habe ich ein paar Stimmen wieder von den Befragten mitgebracht. Es gab eine große Aussage, dass dem Stifterverband unbedingt gedankt werden soll für dieses Programm. Denn zwar der ideelle Wert war größer als die finanzielle Förderung. Ich meine, es musste ja auch ein bisschen was draufgelegt werden. Aber die Unterstützung durch den Stifterverband, die Anerkennung, die Sichtbarkeiten der eigenen Hochschule und auch der Austausch mit den anderen MOOC-Machern wurde als sehr wichtig empfunden. Es wurde auch gesagt, das ist fraglich, ob dieses Massive Open geeignet ist, vielleicht auch das Massive einzuschränken. Und in vielen Fällen hat es die eigene Lehre reflektieren lassen. Es war zweifelsohne eine sehr wertvolle Erfahrung und man hat sich aber auch gefragt, wie ist das mit der Verantwortung den eigenen Studierenden gegenüber? Wenn ich 200 Leute in meinem Hörsaal sitzen habe, werde ich den Schulen nicht gerecht? Was ist, wenn dann noch 6.000 andere aus dem MOOC dazukommen? Wie kann ich das meinen eigenen Studierenden gegenüber rechtfertigen, wurde mir gesagt. Und, das fand ich als einen schönen Satz, MOOCs sind wie Lehrbücher. Wie andere Märchen, Medien wie Lehrbücher, weil die sind so gut, wie die Lernenden sie gestalten. Also eine Qualitätsfrage um MOOCs ist nicht an dem Format zu stellen. Als kleines persönlichen Abschluss habe ich hier eine Grafik mitgebracht aus dem Horizon Report 2015, der sich damit beschäftigt, welche Herausforderungen, welche Trends es in der Hochschullehre gibt. Und da wurde dieses Jahr als Challenge, als Herausforderung, und zwar auf dem Grad Wicked, also es gibt so die leicht lösbaren, die schwierigen und die kniffligen Anforderungen,
die Anerkennung der Lehre benannt. Und das ist keine lösbare Challenge, das ist keine schwierige Challenge, sondern es ist eine richtig verzwickte Challenge. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch in die MOOCs reinspielt und da dran gearbeitet werden muss. Und ich hoffe, diese Veranstaltung trägt dazu bei. Dann möchte ich nochmal allen Befragten danken, die sich wirklich sehr viel Zeit für mich genommen haben. Die Folien stehen bereit, da können Sie auch in die anderen 30 noch reinschauen und wünschen einen schönen Tag und eine schöne Diskussion. Frau Lorenz, bleiben Sie für eine Minute bei uns. Ich habe eine Frage an Sie. Wir sind ja in der digitalen Welt, das ist ja auch die Welt der Startups, da gibt es den Elevator-Pitch. Das ist der Moment, wo der Startup-Begründer mit dem Investor im Fahrstuhl steht und er hat diese Fahrstuhlfahrt lang Zeit, seine Idee loszuwerden. Tun wir mal so für eine Frage, als wenn Sie mit der Hochschulrektorenkonferenz im Fahrstuhl stehen, großer Fahrstuhl zugegebenermaßen, und Sie haben eine Minute. Und die fragen Sie jetzt, brauchen wir MOOCs? Und wie brauchen wir die? Was müssen wir tun? Was sagen Sie denen? Na, ich sage denen, warum brauchen wir die denn nicht? Wir erreichen gerade in den Hörsälen, sehen mit den Mauern ringsherum, erreichen wir jeder 200 Leute. Und dafür bezahlen wir einen Professor von Steuergeldern für viel Geld. Und wenn wir diese Mauern wegnehmen, dann erreichen wir sehr viel mehr Leute und erreichen die 200 Leute trotzdem. Als nächstes fragt die Hochschulrektorenkonferenz, Fahrstuhlfahrt geht weiter, 30-stöckiges Gebäude. Was müssen wir jetzt tun? Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, die Grundlagen zu schaffen, die technischen, didaktischen und vor allem auch die rechtlichen. Denn was ich hier zum Beispiel nicht erzählt habe, es gibt einen MOOC zum Beispiel, da scheitert gerade die Wiederholung ein bisschen daran, dass man sich nochmal mit dem Verlag unterhalten muss, von dem man 3 Jahre die Nutzungsrechte bekommen hat für die Grafiken. Also das sind so Sachen, über die sehr viel Unsicherheit besteht und über die Rechtliche noch gar nicht entschieden hat. Voraussetzungen schaffen, aber sich davon nicht abschrecken lassen, sondern loslegen, ja. Weitermachen sozusagen. Genau. Herzlichen Dank an Anja Lorenz. Danke.